Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. So, wir nehmen euch heute in diesem Video mit nach Erfurt. Richtig. Denn Thüringen hat so viele schöne Orte. Im letzten Video haben wir auch einiges gezeigt, ne? Genau, da haben wir euch auf jeden Fall Bad Salzungen gezeigt. Wir waren im Eisenach, haben die Wartburg besucht und Schmalkalden waren wir auch. Und heute ist Erfurt dran, natürlich die größte Stadt in Thüringen. Und da wir das sowieso besuchen wollten, nehmen wir euch heute natürlich mit. Unser Begleiter, vielen Dank an Audi Deutschland übrigens für die Bereitstellung. Der wunderschöne Q4 e-tron Sportsback mit Allradantrieb, das heißt Quattro, mit einer schicken Ausstattung. Aber die Farbkombination ist irgendwie problematisch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde sie auch wirklich sehr, sehr schick. Aber die Felgen könnte ich mir vielleicht mit Schwarz, es wäre dann zwar auch mutig. Genau. Aber ist auch nicht meins, die Farbkombination. Also goldene Felgen mit Grau ist nicht so meins, hätte ich nicht genommen. Aber ansonsten ist das echt ein tolles Auto. Der macht unheimlich Spaß zum Fahren. Hier, schaut mal, wir haben so wunderschöne Sitze hier drin. Wir werden viel Landstraße fahren heute. Wir gucken uns den Verbrauch an. Aber darum geht es hier nicht. Erfurt wartet auf uns. Und ja, soll es regnen? Das Wetter macht, nein, nein. Das Wetter regnet nicht. Macht mit. Okay, und ihr bleibt hoffentlich dran. Viel Spaß im Video. So, bevor es nach Erfurt geht, haben wir einen Zwischenhalt gemacht hier. Wo sind wir genau nochmal? Wir sind am Schloss und Schlosspark Altenstein. Genau. Also das muss man sich doch unbedingt anschauen, wenn man hier in der Nähe ist. Einst diente es ja Herzögen als Sommerresidenz. Und jetzt als Hochzeitslocation. Genau. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwo in der Nähe wohnen würde, hätte ich das, glaube ich, auch genutzt, weil es ist wirklich paradiesisch. Ich finde auch diesen Stil sehr, sehr schön, dass es Neorenaissance, aber sieht wirklich prächtig aus. Das sieht ja auch teilweise so irgendwie Schloss, Burg, keine Ahnung, Hogwarts, hat was davon, ne? So, ja, Märchenhaft. Ja, genau, aber riesengroßer Park, riesengroße Parkanlage und vorne am Eingang gibt es leckere Thüringer Bratwurst, wie überall hier in Thüringen. Das ist definitiv auch für den leiblichen Wohl hier gesorgt, also auf jeden Fall. Hier soll sogar Bram sehr oft genächtigt habe oder war zu Besuch und deswegen wird er halt hier auch sehr oft erwähnt. Also hier in Thüringen gibt es eine Menge Landstraßen, kurvige Landstraßen, die teilweise auch berghoch gehen und dann wieder runter. Und wenn man dann so ein Audi hat dabei, ja, mit Allradantrieb und Quattro, das macht ja mega Spaß. Ja, vielleicht für den Fahrer. Oh, mein Kopf! Ich will ihn noch ganz haben. Also, es geht jetzt weiter nach Erfurt, von hier aus noch 69 Kilometer nach Erfurt und wie gesagt, eine Menge Landstraße, aber schöne Landschaft hier eigentlich, oder? Viele Bäume, viel Grün, eigentlich viel sollten wir auch in den Thüringer Wald hinein. Ja, wir sind jetzt mitten im Thüringer Wald, sozusagen. Spazieren. Ach so, spazieren, ja, mit dem Auto machen wir das jetzt. So, sie wollte unbedingt was essen, also haben wir angehalten. Er wollte Cappuccino, Lügner. Lügner. Ist ja gut, ist ja gut. Aber wenn wir schon angehalten haben, habe ich mir ein Brötchen genehmigt. Genau. Und was haben wir noch gefunden? Datteln. Zeig mal, das sind die leckeren Datteln. Genau, das sind diese
diese Fetten, die schmecken immer so geil. Die sind zwar jetzt nicht ganz günstig, aber schmecken mega. Keine Ahnung, ob wir heute irgendwann noch in Erfurt ankommen. Ja? Genau, also noch 60 Kilometer. Wir sind hier in Rula. Hier gibt es so Edeka und Café, Cafeteria. Und ich habe mir auch noch hier was eingedeckt. Ne? So muss das sein. So. Genau, wir hetzen hier nicht, ne? Irgendwann heute werden wir Erfurt erreichen. Ja, bleibt dran. So, ich habe im Autonavigationssystem nach einer Ladesäule geschaut, hier am Domplatz. Ein ID4 lädt gerade. Und ein Platz für uns war frei, also nutzen wir das aus. Standzeit ist? Ladezeit. Ich würde sagen, dann lasst uns hier am Domplatz direkt mit dem Erfurter Dom beginnen. Na, das sieht ja schon mal sehr cool aus mit den Treppen. Auf vor allen jeden Dingen. Fall. Auf die Treppen freut sich der Tarek schon besonders. Der Dom ist aus dem 14. und 15. Jahrhundert ist er gebaut worden, ist im gotisch und romanischen Stil erbaut worden. Und direkt daneben seht ihr auch schon die Severikirche. Aber jetzt gehen wir erstmal da hoch und das sind insgesamt 70 Stufen, ja, die zu überwältigen sind. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm mit. So, und wenn ihr vom Dom rauskommt, geht ihr einfach links vom Eingang und ihr seht schon drüben die Schrift Erfurt und die Zitadelle Petersberg. Es sind schon einige Treppenstufen, die man steigen muss hier, ne? Aber es lohnt sich. Ich hoffe, es wird sich gleich lohnen. Wird es sich. Ja? Und da oben gibt es noch, B. Leonhard steht da, noch eine Aussichtsplattform heutzutage. Man hat hier einen recht guten Überblick in die, zum Domplatz zumindest. Richtig. So, wenn ihr da hochläuft, landet ihr da oben auf der Aufsichtsplattform und dann könnt ihr mit dem Aufzug, so wie wir das gemacht haben, hier runterfahren und direkt zum Domplatz wieder zurück. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hochzulaufen, weil ihr dann durch die Zitadelle sozusagen auch läuft und das ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, sehenswert. Ja. Genau, wir laufen jetzt am Auto vorbei. Ich habe im Kofferraum noch eine Flasche Wasser, ich habe Durst und dann gibt es endlich mal Gelato hier irgendwann. Ja. Und vom Domplatz direkt geradeaus kommt ihr zur Marktstraße. Man kann hier, wenn ihr euch links oder rechts hält, ist egal, Richtung Rathaus laufen oder zum Fischmarkt. Mhm. Guck mal, bestes Eiskaffee. So, jetzt wird es endlich Zeit für Eis. Kugel 1,40 Euro hier bei Eiskaffee Sanremo auf der Marktstraße. Genau, die sollen nämlich sehr, sehr gut sein und wir können es bestätigen. Ich habe gestern noch gesagt, ich vermisse es so sehr, dass ich in Deutschland fast nirgends Fior di Latte bekomme. Und die haben es. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und Vanille natürlich, was sonst?
So, kleine Verschnaufpause. Wir sind jetzt hier am Fischmarkt angelangt. Und hier riecht es wirklich ganz lecker nach Waffel und Cappuccino. Und nicht nach Fisch. Ja, warum? Nein. Früher hat man aber, glaube ich, hier Fisch verkauft. Genau. Ne? Also es heißt hier deswegen immer noch Fischmarkt, weil im Mittelalter wurde hier halt Fisch verkauft. Und ja, damals soll es hier nach Meer gerochen haben. Mittlerweile alles andere, aber nicht nach Fisch. Aber gut für uns, weil wir mögen ja kein Fisch, wie ihr wisst. Genau. Was noch übrig ist aus der Zeit, sind natürlich die wunderschönen Häuser hier. Schaut euch das mal an. Damals haben ja hier wohl Patrizierfamilien gelebt. Einige Häuser haben sogar immer noch einen eigenen Namen, so wie zum Beispiel zum Roten Ochsen. Hinter dir direkt. Hinter dir. Oder zum Breiten Herd. Genau. Also sehr, sehr schön. Und was noch sehr, sehr besonders schön ist, ist natürlich dieses wunderschöne Rathaus, was wir leider nicht von innen uns anschauen konnten. Aber auch von draußen ist es eine Augenweide. Genau. Und jetzt haben wir langsam Hunger bekommen nach dem Eis. Allerdings möchten wir euch natürlich die Krämerbrücke noch zeigen. Es gibt noch einiges, was man hier sehen muss in Erfurt. Aber bis jetzt sehr positiv. Wirklich. Ne? Es hat einen sehr, sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen. Erfurt ist jetzt zwar keine besonders Großstadt, 220.000 Einwohner genau. Aber man sagt ja, es ist sehr, sehr lebenswert hier. Mhm. Man erkennt das auch irgendwie, es gibt jeder Altersgruppe sehr, sehr viel junges Publikum. Straßenmusikanten. Und Qualität. Qualitätvolle überall, klassische Musik hin und wieder. No. Also wirklich lebenswert. Hat Auf uns sehr, sehr Fall. Gut gefallen. Bis jetzt gefällt es mir auch. Und der Weihnachtsmarkt soll hier auch sehr schön sein und berühmt sein. Vielleicht kommen wir im Winter noch mal hier nach Erfurt. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Und noch was ganz Besonderes in Erfurt. Ihr werdet nämlich überall in der ganzen Stadt 12 dieser Figuren entdecken. Das sind nämlich lebensgroße Kinderhelden, Figuren von Kinderhelden. Grund dafür ist natürlich, dass der Kinderkanal Kika hier seinen Sitz hat. Genau, und zum 10-jährigen Jubiläum hat man dann 10 oder 12 dieser 12 Figuren insgesamt. In Erfurt Sie sind dann verteilt. Aufgestellt. Genau. So, jetzt sind wir in Erfurt auf einer Straße angekommen. Links und rechts seht ihr wunderschöne Fachwerkhäuser, viele einladende Geschäfte, nur dass es eigentlich keine Straße ist. Genau, es ist nämlich eine Brücke. Wir befinden uns, um genau zu sein, auf der Krämerbrücke. Sie gilt als die längste durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Stadt Europas. Seinerzeit nicht bewohnte waren sogar, Stadt, sondern bewohnte Brücke. Sorry. Macht ja nichts. Seinerzeit waren sogar 64 Häuser. Mittlerweile wurde das auf 32 reduziert. Es wurde halt umgebaut und angepasst. Es waren sogar früher am Anfang und am Ende zwei Kirchen da. Die eine steht jetzt heute noch. Genau, die Ägidienkirche. Auf der anderen Seite ist sie leider nicht mehr da. Aber sehr interessant, total auch für putzig. Mich. Man merkt es wirklich gar nicht. Ne? Man denkt, dass man ist auf so einer Seitenstraße. Aber ich wollte das auf jeden Fall schon mal sehen, weil es definitiv zu eins der Wahrzeichen gehört. Und wir werden auch gleich zu der Außenseite laufen und mal gucken, wie das von außen aussieht. Und jetzt befinden wir uns auf der anderen Seite der Brücke. Eben haben wir die Häuser von der anderen Seite gesehen. Und hier fließt das Wasser. Es ist jetzt momentan nicht so hoch. Eine alte Steinbrücke sozusagen. Genau. So sieht man das ja richtig. Man hat es damals 1325 errichten lassen, um bei Hochwasser die Brücke überqueren zu können. Und wie kommt es eigentlich zu dem Namen Krämerbrücke? Auch eine ganz interessante Geschichte. Ja, stand man nun eine Brücke da, haben sich damals die Händler gedacht, ja, können wir auch direkt unseren Kram da drauf stellen, aufbauen, ne? Unsere Stände und unseren Kram verkaufen. Deswegen nennt man es Krämerbrücke. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr interessant und sehr hübsch anzuschauen hier. Auf jeden Fall. Je weiter man geht, desto interessanter wird es. Ich glaube, 6 Bögen müsste es haben, wenn ich mich recht erinnere.
man sieht von dieser Seite aus, glaube ich, also auf jeden Fall waren es mal 6, soweit ich mich dran erinnere. So, wir sitzen jetzt hier am Wenigemarkt, nennt sich das, bei Faustus. Und Nas hat sich direkt einen Cocktail gestellt, passend zu ihrem Oberteil. Passender wäre Aperol. Das ist Pomelo, ein Pomelo-Sekt. Die kann man nicht überall trinken, deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Genau, lass es uns schmecken. Wir haben hier Salat, Hähnchenbrust und alles Mögliche. Heute mal ausnahmsweise gesund. Und jetzt sitzen wir wieder in Bad Salzungen vor dem See mit einer leckeren Pizza. Warum? Das Essen war super lecker in Erfurt, aber es war zu wenig, Mann. Genau. Also, wir haben, das waren keine Portionen für die Elektrobeißen. Mann, ich habe mich auch beschwert bei der Kellnerin. Es hat super geschmeckt, aber das geht doch nicht. 150 Gramm Hähnchenfleisch für 15 Euro? Ne. Im Leben, nicht doof. Und das Ding kostet hier 9 Euro, extra Käse und Knoblauch und Tomaten und alles. Also, falls ihr in der Nähe oder in Bad Salzungen seid, Pizza Backhaus, gerne Werbung, ja. Ja, genau. Es hat super geschmeckt, die Pizza haben wir jetzt weggeputzt, sitzen im Auto. Aber was ich euch noch sagen wollte, wir haben 186 Kilometer heute gemacht mit 18,5 Kilowattstunden durchschnittlichem Verbrauch, für alle, die es interessiert. Ansonsten hat es super Spaß gemacht in Erfurt. Können wir euch wirklich nur empfehlen als Tagesausflug oder als Kurzurlaub. Nicht? Man hätte natürlich noch viel mehr zeigen und sehen können, aber wir hatten ja nicht so viel Zeit. Insofern haben wir das Beste daraus gemacht. Genau. Also für alle unter euch, die einen Städtetrip machen wollen, die eine Stadt mit mittelalterlichem Flair suchen, mit schönen Straßencafés und auch nah am Wasser. Wirklich, können wir euch Erfurt wirklich nur ans Herz legen, ne? Und Kultur natürlich auch. Ja, viele Gebäude mit mittelalterlichem Flair. Leckere Eiscafés, leckeres Eis bekommt ihr 100% von italienisch geführter Hand. Also macht ihr nichts falsch. Wir waren sehr, sehr, sehr positiv überrascht und auch glücklich darüber, dass wir euch das jetzt auch zeigen konnten. Ansonsten würde ich sagen, mit dem Audi hat es auch sehr Spaß gemacht. Wie hat es dir gefallen mit dem Audi? Auf jeden Fall komfortables Auto. Also kann man nicht anders ausdrücken. Ja, und sportlich, wenn man will. Vor allen Dingen der Quattro-Antrieb, also mega. Der liegt ja in den. Ja, du hattest ja deinen Spaß, ne? In den Kurven. In den Kurven hatte ich meinen Spaß auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß mit den Elektrobikes. Wir würden uns sehr freuen, euch beim nächsten Video wieder anzutreffen. Dafür müsstet ihr aber unseren Kanal natürlich abonnieren. Und falls es euch gefallen hat, auf einen Daumen freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Okay, va bene. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.